Hallo von der Grünen Woche hier in Berlin. Das ist die sogenannte Sachsenhalle. Hier präsentieren sich sächsische Lebensmittelproduzenten, Fleischwaren, Wurstwaren, Weine, Kaffee, ganz viele. Und ich habe viele Gespräche geführt. Und was eines der größten Probleme mittlerweile ist, ist schon auch das Thema Fachkräfte, Leute zu gewinnen, die im Bereich Lebensmittelproduktion arbeiten. Wir haben uns vorher auch mit Landwirten unterhalten und das ist ohnehin eine Woche, wo die Landwirtschaft sehr stark im Fokus steht, auch heute im Bundestag. Es gab in Berlin wieder große Proteste der Landwirte. Und ich glaube, was man ernst nehmen muss, dass viele Landwirtschaftsbetriebe wirklich wirtschaftlich vor ganz, ganz schweren Zeiten stehen. Und wenn man ihnen jetzt noch weitere Auflagen und Vorgaben gibt, die ihre Spielräume immer weiter einengen, dann werden wir irgendwo erleben, dass viele Betriebe zumachen müssen, keine Nachfolge mehr finden. Das kann nicht sein. Die Landwirtschaft gehört zu unserem Land. Sie ist elementar wichtig für die Versorgung der Bevölkerung, aber eben auch für unsere Kulturlandschaften. Und deshalb brauchen wir mehr Wertschätzung für die Landwirtschaft und für die Landwirtinnen und Landwirte.